In dieser DJ Q&A-Folge geht es darum, wie man richtig beatmatcht, also die theoretischen Faktoren im Prinzip, die man vorher wissen und beachten muss und dann, wie man es in der Praxis umsetzen kann. Dazu eben zeigen wir euch alles rund ums Beatmatching. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst du nichts und wir starten gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen DJ Q&A Video. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer der Online Academy Auflegen mit Erfolg und wir haben in der heutigen Folge eben die gleich zwei Fragen bekommen. Ich habe mal eine Frage, habt ihr auch Kurse für das Beatmatching? Ja, also kurz in eigener Sache. Wir haben eine riesige Beatmatching-Lektion in der Academy, wo wir eben auch in der Praxis sehr viel zeigen und noch Pro-Varianten eingebaut haben, wie man Beatmatching deutlich schneller vonstatten bringen kann. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig war, aber ihr wisst, was ich meine. Und eben noch die Frage, habt ihr Tipps für mich für Beatmatching und Scratching bei Traktor? Also im Prinzip ist jetzt egal, ob Traktor, Serato oder überhaupt analog. Ja, Beatmatching ist Beatmatching. Und auf Scratching gehen wir jetzt nicht ein. Das kommt in einem anderen Video, aber eben heute alles rund ums Beatmatching. Und da gibt es einiges an Theorie zu wissen, die euch dann später die Praxis viel leichter machen wird, wodurch ihr eigentlich alle Lieder beatmatchen könnt. Ja. Es gibt ja viele, die zeigen euch einfach nur dann ein, zwei Übergänge, wie man Beatmatching in der Praxis macht, aber erstens legt ihr vielleicht gar nicht die Musik auf. Ja. Ihr macht es eh mit anderen Tracks und von daher halte ich das alles für mäßig sinnvoll. Wenn ihr jetzt hier dieses Fundament mit dieser Theorie habt, ja, dann habt ihr das Know-how, um mit allen Tracks geiles Beatmatching zu machen. Also, Beatmatching generell ist eben die Synchronisation der Geschwindigkeit, also der Beats per Minute, ja, von mindestens zwei Tracks als Grundvoraussetzung, dass sie immer gleich schnell sind. Und dann eben ist das Beatmatching auch noch im Prinzip das Anpassen im Laufen der beiden Tracks, ja, dass sie dann auch wirklich übereinander liegen. Ja. Üblicherweise wird dabei der neue, der dann in Zukunft eingemischt wird, an den alten angepasst. Es gibt aber auch die andere Variante, dass der alte Track irgendwie schneller gemacht wird, weil man sich in der Stimmung steigern will oder eben auch verlangsamt wird oder beide werden aneinander angepasst, weil der Sprung im Prinzip von der einen zur anderen BPM sehr groß ist und dann trifft man sich halt in der Mitte zum Beispiel. Geht auch. Ja, das funktioniert logischerweise nur mit Tracks derselben Taktart, ja, also eben für Vierteltakt und Viervierteltakt, aber sowieso praktisch alle Tracks, die wir als DJs so im Mainstream auflegen, ja, oder jetzt auch egal, ob es jetzt elektronische Genre, Hip-Hop ist, das ist alles Viervierteltakt, von daher nur die Randnotiz, aber wenn ihr vielleicht irgendwann mal auf ein Lied stößt, warum es auch immer nicht funktioniert, ja, ihr werdet verrückt, liegt es vielleicht daran. Ja, das erfordert natürlich viele Stunden an Übung und ein geschultes Gehör, also macht euch nicht verrückt, wenn es nicht gleich funktioniert, ja. Gut Ding braucht Weile, deswegen ja, einfach probieren, machen und irgendwann bekommt ihr einfach ein Gefühl dafür. Gut, also wenn ihr jetzt manuelles Beatmatching macht, logischerweise gehen wir mal davon aus und nicht einfach nur auf Sync drückt, weil dann müsst ihr auch nicht fragen, wie es funktioniert, weil dann ist die Antwort ganz kurz, schnell, einfach, ihr drückt auf Sync, fertig. Wenn ihr das eben machen möchtet und ihr möchtet die BPM der beiden Tracks berechnen, weil es steht nicht irgendwie auf dem Plattencover oder ihr habt eben sonstige Informationen nicht, dann ja, zählt ihr 30 Sekunden die Schläge und multipliziert es mit 2, weil dann kommt ihr logischerweise auf eine Minute. Ja. Das macht ihr mit beiden Tracks und dann berechnet ihr eben die Differenz. Ja. Und dann wird es ein bisschen komplexer, aber ihr bekommt ja wie immer auch die Folien. Die Änderung in Prozent des Pitch-Faders, ja, also eben dieser Regler, mit dem ihr die Geschwindigkeit anpassen könnt, ja, das ist ja, die wollt ihr ja ändern, damit der Track dann in Zukunft so schnell ist wie der andere. Aber ihr müsst ja wissen, wie viel soll ich das ändern. Und das erfahrt ihr durch diese Gleichung. Ja, und das errechnet ihr eben mit diesen zwei Schritten hier vorher, ne, eben die Differenz und die Original-BPM des neuen Tracks, die ihr dann ja auch schon rausgefunden habt. Ihr setzt das ein, bekommt das Ergebnis, perfekt. Ja, muss man natürlich auch mal ein bisschen üben und im Eifer des Gefechts muss man mal schauen, ob ihr euch das vielleicht irgendwie aufschreiben müsst oder so, wenn ihr es sehr ernst meint, dass ihr auf gar keinen Fall auf Hilfsmittel zurückgreifen möchtet, aber ja, so könnt ihr es machen. Wichtig ist hierbei eben, dass nicht nur die Geschwindigkeit
gleich ist, sondern eben auch Downbeat auf Downbeat liegt und das von den Phrasen her, von der Phrasenstruktur auch passt. Also nicht nur rein taktsynchron, sondern eben auch beatsynchron. Denn im Prinzip ein Takt ist ja meistens auch ja, nach einem gewissen Schema aufgebaut und wenn die nicht genau übereinander liegen, dann ja, hört sich einfach unsauber an. Ja. Also wenn die 1 vom einen Track auch auf der 1 vom anderen Track liegt, dann werdet ihr deutlich harmonischere Mixe hinbekommen, als wenn irgendwie die 1 auf der 3 liegt und so weiter. Ja. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber schaut eben einfach, gerade wenn ihr es zum Beispiel mit Software auch macht, dann habt ihr ja bei diesem Beat-Grid-Raster, ist ja meistens die 1 mit einem auffälligeren Strich oder einem größeren Dreieck, das dann da drauf zeigt, whatever. Dann schaut einfach eben, dass die 1 immer auf der 1 liegt. Ihr könnt ja auch immer mitzählen, da müsst ihr vielleicht auch ein Gefühl bekommen, aber zählt mit, immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann setzt ihr auch die 1 eben auf die, vom alten Track auf die 1 vom neuen Track. Gut, also die Reihenfolge, in dem ihr alles anpassen müsst, ist erstmal die Geschwindigkeit, generell schon mal, ja. Dann passt ihr das von den Taktschlägen vom Downbeat an, das heißt eben 1 liegt auf der 1 und dann eben Taktmuster, Rhythmus, Muster heißt eben, wenn ihr euch innerhalb von einer Phrase bewegt, ja, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ihr zum Beispiel den Anfang einer Phrase vom alten Track eben auch auf den Anfang einer Phrase vom neuen Track setzt. Weil natürlich, wenn die jetzt eben, wenn der Downbeat auf Downbeat ist, aber beim einen Track seid ihr am Anfang der Phrase und beim anderen Track seid ihr irgendwo mittendrin und die laufen dann eine Zeit lang parallel, dann kommt ihr irgendwann durcheinander, weil dann von einem anderen Track eben zum Beispiel der Main Part schon anfängt oder irgendwie eine Breakdown-Phase oder der eine Track hört früher auf als der andere. Deswegen schaut da eben im letzten Punkt auch noch, dass eben die 1 auf der 1 liegt und der Beginn der einen Phrase auch eben mit dem Beginn der anderen Phrase dann startet. Ja, und dann habt ihr eben taktsynchrone und beatsynchrone Übergänge. Die Tracks liegen perfekt übereinander und in Anführungszeichen so soll es sein. Ja, als Anfänger nehmt ihr am besten erstmal 2 gleich schnelle Tracks. Ist auch irgendwie logisch, weil dann fällt das schon mal weg, dass ihr da jetzt groß rumrechnen müsst. Dann geht es einfach nur darum, dass ihr den Einsatz richtig trefft. Ja? Dass ihr eben an der richtigen Stelle den neuen Track startet und die dann eben auch schön parallel laufen. Eben 1 auf 1 und Beginn der Phrase auf den Beginn der anderen Phrase. Dann könnt ihr noch, um das herauszufinden, im Prinzip welcher Track vielleicht schneller oder langsamer ist, wenn ihr es nicht genau getroffen habt. Ja? Oder welcher Track eben vor dem anderen ist, wenn die gleich schnell sind, dann könnt ihr mit dem Einsatz vom Equalizer und vom Filter eben das Beatmatchen erleichtern, ja, weil ihr markante Elemente wie Percussions besser rausarbeiten könnt. Weil gerade ein Bass macht ja oft ja, das, was ihr hört, so ein bisschen breiig und voll, ja, und dann ist es nicht so leicht, eben solche ja, punktuellen Marker wie jetzt eben so eine Percussion besser rauszuhören. Jo, das ist bei jedem Track individuell, deswegen müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen, bis ihr halt das Gefühl habt, ah, okay, jetzt kann ich die einzelnen Elemente von den Tracks gut hören, damit ich die eben auch gut auseinanderhalten kann. Ja, nach dem Übergang macht ihr den Pitch-Fader nicht einfach grundlos wieder auf 0 zurück, ja, sondern, also ihr habt ja wahrscheinlich eben den Pitch-Fader anpassen müssen, es sei denn, ihr habt eben wie hier 2 gleich schnelle Tracks genommen, aber unter der Annahme, dass ihr das machen musstet, dann nach dem Übergang bringt ihr den nicht einfach wieder auf die Nullstellung, weil euer Publikum hat sich ja eben an den Rhythmus gewöhnt und ja, mit einer Geschwindigkeit geht auch immer ein gewisses Energie- und Stimmungslevel einher, ja, also wenn der Track jetzt schneller war als original und generell die Tracks davor auch schneller waren, dann ne, ist man ja eher eben schneller unterwegs, ist ganz klar, ist alles ein bisschen energiegeladener und wenn ihr dann auf einmal den Pitchfader wieder auf die Ausgangsstellung bringt, dann ja, geht Stimmung verloren, weil es auf einmal so langsam und behäbig wird und das Publikum fragt sich auch, was macht er denn da? Und es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür. Ja, deswegen lasst es auf jeden Fall sein. Mitten im Track oder nach einem Übergang eben einfach was am Pitchfader grundlos machen, ohne dass es jetzt mit dem nächsten kommenden Übergang zu tun hat, ist nicht gut. Außerdem kann es jetzt zum Beispiel auch noch sein, dass wenn ihr analog auflegt, sich dadurch auch die Tonhöhe wieder noch verändert. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ihr kennt ja diesen Mickey-Maus-Effekt, wenn man eben einen Track viel, viel schneller abspielt, dass der Ton dann eben deutlich höher wird und beim langsamen Abspielen natürlich umgekehrt. Ja, digitales Beatmatchen ist in der Regel überflüssig, vorhin schon kurz angesprochen mit Sync. Ja, ihr drückt einfach auf Sync und der Computer macht alles für euch. Ja, das spart euch natürlich sehr viel Zeit und
ihr könnt dann eben diese Zeit nutzen, um anderweitig irgendwie euren Mix zu bereichern. Sei es jetzt irgendwie mit Effektketten oder legt mit mehreren Decks auf oder ihr benutzt noch irgendwelche externen Geräte, ja, ihr macht Live-Producing, keine Ahnung. Aber nach unserer Überzeugung ist es in Anführungszeichen sinnlos, wenn ihr eben digital irgendwie groß beatmatcht, weil auf dem PC steht eh alles. Ja, das heißt, wenn ihr die BPM angleichen wollt, dann müsst ihr nicht mal rechnen oder so, sondern ihr guckt einfach 128, 126, okay, dann schiebt ihr Pitchfader einfach so lang, bis da auch 128 steht, fertig. Okay, und dann startet ihr den einen Track zum anderen und dann ist sogar in der Software abgebildet, dass der eine Track, ne, meistens ja mit einem Balken, ja, ein kleines bisschen voraus als der andere. Das heißt, ihr dreht dann ein bisschen am Jogwheel oder was weiß ich und ihr seht direkt hier, okay, jetzt passt. Das ist ja keine Herausforderung, das ist keine Leistung, deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen, warum viele Leute immer so tun, ja, ich beatmatche auch noch digital. Für was? Keine Ahnung, das ist meines Erachtens eher so ein Ego-Ding, ja, weil diese Leute dann auch nichts zu tun hätten, wenn sie Sync benutzen. Deswegen ist unsere Empfehlung hier sozusagen, ja, wir möchten dich motivieren, dann diese Zeit, die du einsparst, eben für was Geileres zu nutzen, um deinen Mix irgendwie mehr zu geben, ja, zu bereichern durch andere Dinge. Gut, kommen wir zum Vorhören. Ja. Wenn du den neuen Track vorhörst, dann mach den ein bisschen lauter als den alten, damit eben du gescheiter raushören kannst, welche Elemente kommen denn jetzt neu rein, dass du die auch wiedererkennen kannst. Und dann hörst du eben auch besser, welcher ist schneller und welcher ist langsamer. Du kannst auch dann auf Split stellen im Kopfhörer, dann ist eben auf der einen Seite der eine Track und auf der anderen Seite der andere. Dann hilft dir das vielleicht auch nochmal, die besser zu unterscheiden. Und alternativ kannst du auch so machen, eben einen Track auf den Kopfhörern, einer zum Beispiel auf den Monitorboxen, insofern du welche hast. Wenn es über die normale PA läuft, geht es natürlich nicht. Ja, das eben alles noch Varianten, auch mit dem Equalizer und den Effekten, was man vielleicht alles noch so, oder Filtern, sorry, was man noch so machen kann, um, ja, durch verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, welcher Track läuft schneller, welcher langsamer, welcher ist denn jetzt hier welcher, um da ein bisschen Orientierung zu bekommen. Ja, Anhaltspunkte für erleichtertes Beatmatching, noch ein paar Tipps. Ja, üblicherweise läuft die Bassdrum im Viervierteltakt konstant auf jeden Schlag, ne, kennt ihr. Hört sich jetzt irgendwie groß musiktheoretisch an, aber ist ja ganz easy, einfach bei jedem Schlag, bam, 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 normal. Dann, auf der 1, also dem Downbeat, ist in der Regel ein klarer, erkennbarer Sound. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, welcher das ist, ist meistens unterschiedlich, aber ihr erkennt normalerweise die 1 im Takt immer wieder, deswegen könnt ihr auch sehr schnell und leicht mitzählen mit dem 1, 2, 3, 4, 1. Ihr wisst ganz genau, wo die 1 ist, weil es immer, ja, eine Art klar erkennbaren Sound hat. Dann bei elektronischer Musik sind Bass, Snare und Kick immer auf den Taktschlägen und die Hi-Hat zwischen den Taktschlägen, also dieses Bum-Tsch, Bum-Tsch, Bum-Tsch. Auch nochmal zur Orientierung, das heißt, wenn beim einem Track eben die Bassdrum kommt und vom neuen Track liegt die Hi-Hat auf der Bassdrum, dann wisst ihr, okay, das ist auf jeden Fall schon mal um einen halben Takt, um einen halben Beatschlag verschoben. Also um einen halben Taktschlag, Beatschlag ist ja dasselbe. Bloß nicht um einen halben Takt. Das nicht, sondern Schlag. Beim Hip-Hop ist es sehr variabel. Ja, das sind ja nicht so straighte Produktionen wie elektronische. Aber da könnt ihr auf die Snare achten. Ja, die ist meistens auch sehr prägnant, sozusagen immer an derselben Stelle. Ja, allgemeiner ist es leichter, Beatmatching anhand von klaren Tönen, wie zum Beispiel Percussions durchzuführen. Vorhin schon mal gesagt. Anstatt eben zum Beispiel an irgendwelchen Melodien oder einer Bassdrum oder so. Das ist alles ein bisschen, ja, unklarer. Ein bisschen so ein Soundbrei und nicht einfach klack, 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 wo ihr straight durchgehen könnt. Genau, deswegen eignen sich eben Melodien und Basslines eher weniger. Ihr könnt auch im Prinzip einen kleinen Trick anwenden, dass ihr auf den Ausschlag von eurem LED-Pegel am Mixer mal achtet. Klar, wenn es jetzt sich um Nuancen handelt, dann hilft euch das auch nicht mehr viel, aber wenn irgendwie die Anzeige so geht, ja, dann werdet ihr es wahrscheinlich auch schon hören. Aber dann könnt ihr eben auch sehr schnell optisch sehen, dass da was nicht ganz stimmt. Es gibt dann noch Pitch Bending oder Pitch Bend, wie man so schön sagt. Ja. Das ist das Abbremsen und Beschleunigen des Plattentellers oder des Jogwheels in geringen Dosierungen, um die Tracks im Prinzip sehr fein noch zu synchronisieren. Ja. Das heißt, ihr startet die fast zur gleichen Zeit. Sie sind sowieso schon gleich schnell von dem BPM her, sind aber eben ein paar Millisekunden, sag ich jetzt einfach mal, versetzt. Ja, dann wollt ihr ja nur noch in kleinen Nuancen eben das Ganze anpassen. Das heißt,
Ihr legt zum Beispiel den Finger mal an den Plattenteller, manuell, ja, oder ihr habt technische Lösungen, gibt es ab und zu Knöpfe zum Beispiel auf den Geräten, wo ihr das machen könnt, um wirklich eben die Tracks, während sie schon laufen, noch ganz exakt anzupassen. Vom Hörgenuss her ist es besser, wenn ihr den langsameren Track etwas anschiebt, als dass ihr den schnelleren Track abbremst. Ja. Auch noch ganz wichtig. Und alternativ, wenn ihr den Pitch Fader kurz nach oben oder unten bewegt, dann erzielt ihr auch so einen Effekt, dass der eine Track mal kurz im Prinzip nochmal wie so schnell angeschoben wird oder abgebremst wird. Ne? Kann man genauso machen, aber ja, es ist, dann muss natürlich schnell auch wieder in die Ausgangsposition zurück. Und wenn die Ausgangsposition nicht der Nullpunkt ist, wo der eh einrastet, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, die Ausgangsposition schnell wieder zu finden. Deswegen mit Vorsicht genießen, aber auch möglich. Ja, Vorsicht, keine zu groben oder ruckartigen Korrekturen, denn das ist genau das Ding, wenn ihr den Plattenteller mal kurz anschiebt, dann kann es auch wieder eben diese Tonhöhenverschiebung geben, dass es mal kurz so Mickey Mouse-stimmenmäßig wird oder sich auch einfach Sounds überschlagen, ja, weil die auf einmal weitergeschoben werden. So, das wollen wir natürlich auch nicht. Wenn ihr dann eben so eine Korrektur, eine kleine, noch vornehmen müsst, dann schaut, dass ihr es irgendwie zwischen den Beats macht, wo vielleicht eben kein Sound mal kurzzeitig zu hören ist oder irgendwie in einer klaren Art Breakdown-Phase, ja, in ruhigeren Passagen, und macht es sozusagen zum Takt dieses Angleichen, ja, dass es wenigstens ein bisschen noch passt. Gut, ihr könnt euch das Beatmatching durch Setzen eines Loops erleichtern, ja, das heißt, es verlängert das eigentliche Beatmatching, die Zeit habt fürs Beatmatching, und ihr könnt eben länger angleichen. Ja, ist irgendwie selbsterklärend, aber eben noch so als Tipp. Ihr könnt bei beiden Liedern einen Loop setzen und dann angleichen. Ja, wobei wir dann natürlich auch wieder beim digitalen Beatmatching sind und da sich die Frage stellt, wie viel Sinn macht das überhaupt? Wenn ihr im Prinzip ja eben Geschwindigkeitsänderungen an dem Track macht, der für das Publikum draußen hörbar ist, ja, dann ähnlich wie beim Pitchbend gerade eben, schaut, dass ihr das irgendwie über einen längeren Zeitraum macht oder an Stellen, wo eben ein Breakdown ist, wo ruhiger ist, wo eine Melodie ist, wo die Percussions nicht ganz so straight durchgehen, dass man es eben nicht so schnell merkt. Ja. Die Leute sind ja auch in ihrem Flow drin beim Tanzen, und wenn ihr dann mal kurz innerhalb weniger Sekunden macht, dann verwirrt es die Leute, ist ja klar. Deswegen über mehrere Takte verteilen. Oder wenn es mal schneller gehen muss, im Prinzip an der Stelle, wo vielleicht gerade nicht viel los ist, damit das, ja, damit ihr die Leute eben nicht so überfordert. Genau, wir haben dazu weiterführend noch ein Praxisvideo bei uns in der Academy und eben eine Pro-Variante, wie ihr noch viel schneller beatmatchen könnt, indem ihr den neuen Track viel zu schnell startet und dann im Laufen im Prinzip dauerhaft abbremst, bis es synchronisiert ist und den Pitch wieder nachschiebt. Ja, das ist noch eine kleine Spezialvariante, die wir euch da vorführen. Deswegen hier nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Academy wie immer bei unseren Videos noch deutlich ausführlicher wird. Und ich hoffe trotzdem, dass du hier einiges mitnehmen konntest. Wir haben extra CNX in der Praxis vorgeführt, weil du mit der Theorie mehr als gut genug ausgebildet bist oder ausgerüstet bist, um jetzt an deine eigenen Tracks ranzugehen. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du das einfach gerne in die Kommentare schreiben. Genauso wie Fragen zu anderen Themen, die wir dann hier im DJ Q&A beantworten werden. Und wie immer zum Abschluss unserer Videos dürfen wir natürlich eins nicht vergessen. Glocke muss aktiviert werden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge DJ Q&A wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.